Trainer, die erste Testspielpleite im Trainingslager 1:3 gegen Union Berlin. Wie sind heute deine Eindrücke vom Spiel? Dass wir das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht haben. Dass wir natürlich auch wieder ein paar Chancen nicht genutzt haben. Ich denke mal, dass da war ein richtig ebenbürtiger Gegner für Union Berlin. Und vor allem, dass die Jungs das diszipliniert gemacht haben, auch immer wieder in die Tiefe gelaufen sind, den Ball gut erobert haben, dass die Passwege zugestellt haben. Und dadurch haben wir sehr viele Bälle wieder gewonnen, wie gegen Heidenheim auch. Haben Chancen erspielt, haben auch 1:0 glücklich geführt. Dann müssen wir eben noch lernen, dass man da nicht vom Kopf abschaltet. Die meisten Gegentore fallen eigentlich nach einer eigenen Führung. Und das war vermeidbar, das Tor. Aber wie gesagt, ein Glück, es ist ein Testspiel, können wir noch weiter dran arbeiten. So, der nächste Punkt ist verloren. Wir haben zweite Halbzeit dann komplett gewechselt, schon allein wegen der Physis, von der Belastung her. Und dann haben eben die ganzen A-Jugendlichen gespielt, die weniger gespielt haben. Und das ist dann schwer, dieses Tempo zu halten. Es ist schwer, die Ordnung zu halten, weil natürlich auch sehr viel Respekt dabei ist. Und haben dann aber auch die beiden Gegentore auch noch glücklich Union vorgelegt. Also deswegen, sie sollten sich bewegen, sie sollten arbeiten, sie sollten Zweikämpfe gewinnen, auch in der zweiten Halbzeit. Und das haben die Jungs auch nicht gemacht. Anders als gegen Greuther Fürth hast du den drei angesprochenen A-Jugendlichen diesmal eine ganze Halbzeit geschenkt. Welchen Eindruck hast du von ihren Leistungen? Ja gut, wie gesagt, es ist dann schwer, wenn das alles durcheinander gewürfelt wird. Da haben sie auch Adrenalin, nehmen dann auch kaum noch Anweisungen so auf. Sie gucken zwar und nicken. Ich denke mal, das ist für die Jungs eine sehr gute Erfahrung gewesen. Vor allem vom Tempo her und eben auch, wenn man dann die Ordnung nicht mehr ganz so halten kann, wie schwer es dann wird.